Hola, ihr Lieben. Das wäre gewesen, wenn. Was für ein spannender Titel für ein Video auf Yannicks Reisewelt. Ich habe in den letzten Wochen genug darüber erzählt und zurückgeguckt, warum sich meine Rückkehr verzögert hat, beziehungsweise habe ich auch angedeutet, dass ich das ein oder andere auch schon gebucht hatte und dann tatsächlich, weil ich meine Rückkehr nochmal verzögert hatte, es nicht mehr gepasst hat, habe diese Reise tatsächlich storniert und ich habe auf Instagram euch mal gefragt, ob euch interessiert, was ich da gebucht hatte und storniert hatte, weil es doch eine ganze Menge auch war. Natürlich auch leider sehr viel Geld für mich, was ich da in Sand gesetzt habe letztendlich. Aber und ihr habt euch eben gewünscht, ich hatte euch gefragt und ihr hattet euch gewünscht, dass ich mal ein Video dazu mache, was ich denn eigentlich gebucht hatte, welche Projekte und dann am Ende storniert habe. Muss dazu sagen schon mal, das eine oder andere habe ich sogar inzwischen schon produziert und kommt in den nächsten Wochen. Lasst euch da mal ein bisschen überraschen. Ich werde trotzdem jetzt gleich mal, unabhängig wie lange ich dann am Ort da geblieben wäre oder auch nicht, es geht ja rein um die Flüge. Damals habe ich noch nicht daran gedacht, dass ich auch Kreuzfahrten, zumindest erstmal eine Kreuzfahrt auf diesen Kanal mit reinnehme. Und deswegen werde das eine oder andere gleich einfach nur vorlesen und zum einen oder anderen auch was sagen. Wichtig, und da wäre ich euch sehr, sehr dankbar, schreibt bitte unbedingt nachher unten in die Kommentare, was davon ihr super interessant gefunden hättet. Eins ist dabei, das kann ich mir schon denken. Und auch bitte ehrlich sein, wo ihr sagt, das brauchst du nicht unbedingt machen. Vielen Dank dafür und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Falls ihr euch fragt, wo ich gerade bin, ich bin zurzeit auf der Baleareninsel Menorca und dachte mir, das ist mal ein schönes Ambiente für das Video, das wäre gewesen, wenn. Und da könnt ihr euch dann auch freuen, übrigens demnächst kommt natürlich auch, das soll ich gleich schon mal sagen, ein sehr cooler Flight Report, den ich schon aufgezeichnet habe, natürlich auf dem Hinflug. Und es wird auch ein interessanter Flight Report hoffentlich werden auf dem Rückflug. Aber da seid mal gespannt, das kommt in den nächsten Wochen. Ich fange direkt an, die erste Reise, die ich gebucht hatte, beziehungsweise die ersten Flüge. Und zwar sollte es nach La Palma gehen. Hin wäre ich geflogen mit der Eurowings in der A320. Das ist jetzt mehr als Standard, das habe ich ja schon sehr, sehr oft gemacht. Also generell Eurowings. Aber mir ging es da darum, ich fand La Palma, wollte ich immer schon mal hin, weil es die Kanareninsel, sag ich mal, von den größeren ist, die mir noch gefehlt hat, wo ich noch nicht war. Und von daher hätte sich das ganz gut angeboten und wäre es ganz interessant gewesen, gerade so als Rückkehr, als Einstieg. Und zurück wäre ich dann mit Condor in der A320 geflogen. Weil da ist mir aufgefallen, ich bin mit Condor schon öfter jetzt geflogen, auch letztes Jahr mit dem A330. Nur der 320 fehlt mir noch. Müssen wir mal gucken, bei Condor ändert sich ja gerade sehr viel. So viel kann ich schon mal verkünden. Da wird definitiv das ein oder andere noch kommen demnächst. Ja. Und dann kommt nämlich die Reise, glaube ich, wo wir alle drauf gewartet haben. Ich kann auch sagen, nicht 1:1, aber Langstrecke kommt im nächsten Jahr und es ist schon gebucht. Es wird vielleicht sogar noch was Zweites dazukommen und seid da mal gespannt. Das wird auf jeden Fall cool werden. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Abo-Button zu drücken. Auf jeden Fall wäre es da so losgegangen. Mit Eurowings zum ersten Mal hätte ich dann auch gebucht, Business Class tatsächlich. Da wäre ich dann von Köln nach London Heathrow geflogen. Das ist ja so der Start des Trips. Und dann hätte ich mir ab Heathrow meinen großen Traum, mit dem A380 zu fliegen, erfüllt. Und wäre dann nämlich von London nach Doha in der Qatar Airways A380 geflogen. Ziel meines ersten Langstreckentrips wäre Delhi in Indien gewesen. Und da wäre ich dann weitergeflogen ab Doha mit der Qatar 330. Was interessant ist, ich glaube, für mich jetzt zu 330 hat erst nicht mehr so viele Jahre vor sich. Wäre interessant gewesen, sicherlich nochmal damit zu fliegen. Auf dem Rückweg wäre ich über Istanbul geflogen mit der türkischen Airline in der 777 und dann von Istanbul nach Düsseldorf in der A330.
tatsächlich auch nicht uninteressant. Wie gesagt, Langstrecke habe ich ja noch gar keine Erfahrung. Aber was ich so höre und lese, Turkish Airlines und Qatar Airways sind da, glaube ich, keine schlechten Kandidaten. Dann wäre was gekommen, was sich auch sehr, sehr viele gewünscht haben von euch. Wir haben mit SunExpress von Münster nach Antalya geflogen. Und kommt in fast jeder Fragerunde immer, was mit Antalya, vor allem auch SunExpress ist bei euch offensichtlich sehr hoch im Kurs. Von daher, das habe ich natürlich im Blick und erwartet mal die nächsten Wochen ab, was da so kommt. Zurück wäre ich mit Southwind nach Stuttgart geflogen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Damals tatsächlich, der Flug hat stattgefunden, ich habe es natürlich auch verfolgt. Kurz danach, wissen wir alle, Southwind darf aktuell nicht nach Europa fliegen, aufgrund, man sagt ihnen, eine Nähe zu Russland nach. Ja, dann wäre ein Trip gekommen, der für mich sehr interessant, aber auch exotisch, und da bin ich gespannt, was eure Meinung dazu ist gewesen wäre. Und zwar wäre ich mit Fly One in der A320 von Düsseldorf nach Chisinau geflogen. Und für das mal exotische, auch ein bisschen unbekanntere Airline, hätte mich mal wirklich interessiert, was da so hintersteckt. Einfach mal so ohne weiteres hätte ich mir das mal angeguckt. Von Chisinau wäre ich weiter in der Tarom ATR geflogen nach Bukarest. Auch das ATR habe ich auch schon öfter gemacht in der Vergangenheit. Ich denke Sky Express, Binter, Canary Fly und Lübeck Air darf man dabei nicht vergessen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Und hätte mich interessiert, auch wie das in so einer ATR von der rumänischen Airline zu fliegen ist. Und zurück nach Deutschland wäre ich dann ab Bukarest mit der Tarom A318 geflogen. Der A318 ist ja auch so ein aussterbendes Muster. Und viele nennen ja liebevoll Babybus. Und hätte mich definitiv interessiert und wäre ich sehr cool gefunden, mal zu testen. Oder mal mit dem A318, mit der kürzesten Variante des A320 praktisch zu fliegen. Ja, das wäre dann diese Reise gewesen. Und dann wieder Business Class. Ich habe mir überlegt, grundsätzlich, das habe ich ja ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, die vielleicht der eine oder andere gesehen oder erinnert sich noch dran, ich möchte mich auch hauptsächlich auf Economy-Produkte spezialisieren, sage ich jetzt mal. Spezialisieren ist ein großes Wort. Aber wenn es mal reinpasst, oder ich jetzt zum 1000. Mal Euro übrigens fliegen würde in der Eco, bietet es sich auch mal an, vielleicht mal Business zu fliegen, wenn es bezahlbar ist. Und dementsprechend wäre es dann auch gewesen mit der Condor A321 in der Business Class von Leipzig nach Palma de Mallorca. Ihr merkt vielleicht auch ein bisschen, ich versuche, das habe ich jetzt auch teilweise schon umgesetzt, auch mal neue Ziele mit reinzukommen. Zum einen neue Ziele, zum anderen aber auch neue Flughäfen in Deutschland, wo ich noch keine Videos von gemacht habe. Von Palma wäre dann was gekommen, was ich spätestens seit 2021 war es, glaube ich, machen möchte. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht hat der eine oder andere es auch gesehen. Damals bin ich auf den Kanarischen Inseln, ich war auf Gran Canaria, bin mit Binter nach Lanzarote rübergeflogen, zurück dann mit Canary Fly. Und Binter hat ja zwischen auch Embraer 195 E2 Jets. Und das finde ich nach wie vor super interessant, mal zu testen, war ich auch schon ein anderes Video auch von anderen YouTubern dazu angeguckt. Gibt es, glaube ich, auch Service und Essen. Und das sieht nicht schlecht aus. Und von daher finde ich das super spannend. Und das ist eine Sache, die habe ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Und ist bei mir auf jeden Fall meine Liste, was ich mal machen möchte. Dann weiter wäre es gegangen, ab Las Palmas, ab Gran Canaria, auch sehr cool. Mit der 787 von Air Europa nach Madrid. Air Europa fliegt ja manchmal wirklich mit den großen Whitebodies ab den Kanaren, ich glaube ab Teneriffa Nord und ab Gran Canaria nach Madrid. Den Flug hätte ich gerne mal
gebucht. Einfach um auch mal wieder mit so einem größeren Flugzeug zu fliegen. Bin ich ja noch gar nicht so oft. Und ja, auch weiter wäre es mit einem Widebody gegangen, denn ich wäre dann von Madrid mit der Iberia A330 nach London Heathrow geflogen. Auch das super cool für mich gewesen, ein Highlight und hätte gepasst. Und weiter wäre ich dann von London Heathrow nicht geflogen, sondern ich wäre rübergefahren zum City Airport und wäre dann von London City mit British Airways City Flyer nach Düsseldorf geflogen. Da muss ich sagen, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin oder es richtig gesehen habe, glaube ich, aktuell fliegt auch British City Flyer gar nicht mehr, zumindest nicht nach Düsseldorf von London City. Von daher ist das scheinbar, wenn ich es richtig im Kopf habe, sonst schreibt mir gerne in die Kommentare, aktuell nicht mehr möglich. Genau, das wäre der Trip gewesen. Und dann das letzte, was ich noch gebucht hatte und abgesagt hatte, war folgendes, und zwar wieder Antalya. Wie gesagt, viele von euch haben immer nachgefragt, auch ich. Ich mache am liebsten, wenn ich privat richtig Urlaub mache, auch mal in Spanien. Auf den Kanaren war ich ja im Urlaub oder auf Mallorca schon. Aber eben meistens mit meiner Familie früher in Antalya und bin da oft mit SunExpress geflogen, ganz früher mit Air Berlin, auch mit Germania. Entsprechend Antalya ein Thema gewesen und da wäre ich dann mit der Tailwind in der 737-400 von Hannover nach Antalya geflogen, also auch wieder neuer Flughafen mit drinnen. Allerdings muss ich dazu sagen, kurz bevor ich den Flug storniert habe, habe ich da die Info bekommen, dass der Flug umgebucht wurde von Tailwind auf SunExpress. Ja, also es wäre wahrscheinlich kein Tailwind Review geworden, auch wenn ich es sehr interessant gefunden hätte, mal wieder mit einer klassischen Maschine zu fliegen. Also mit diesen alten 737. Zurück wäre ich dann mit Corendon, der türkischen Corendon, nach Münster geflogen. Das waren die Reisen, die ich gebucht hatte. Und dann wieder gecancelt habe. Wie gesagt, falls ihr euch jetzt fragt und jetzt da ganz viele Kommentare kommen, was war denn los gewesen oder ich weiß selbst, dass es nicht das Klügste war. Aber es hat sich leider nicht einrichten lassen. Und sonst guckt nochmal die Videos, falls ihr es nicht gesehen habt in den letzten Wochen. Da habe ich einmal gesagt, warum hier alles neu ist und zum anderen auch, warum ich das verschoben habe und warum ich nicht wie geplant im März zurückgekommen bin, sondern jetzt letztendlich erst im September, beziehungsweise richtig gehen die Videos ja jetzt auch erst seit letzten Freitag los. Das sage ich jetzt schon, weil ich weiß, dass dieses Video direkt nach dem Swiss Flight Report kommt. Ich dachte, damit wäre es mit Absagen vorbei. Leider habe ich mir bei den Dreharbeiten für die neuen Videos jetzt auf einer Reise zum ersten Mal selber für mich tatsächlich auch den Coronavirus eingefangen. Und lag da 2 Wochen fast wirklich flach. Also mich hat es wirklich richtig erwischt. Und leider in dem Zeitraum hätte ich nochmal 4 Flüge gehabt. Das ärgert mich auch tatsächlich ein bisschen, weil das hätte jetzt nicht nochmal sein müssen. Und zwar wäre das einmal gewesen Eurowings operated by Smartwings in der 737 von Köln nach Malaga. Smartwings fliegt ja jetzt seit diesem Sommer für Eurowings, auch ganz interessant, ab Köln. Die Flieger haben Eurowings-Bemalung, aber auch die Winglets meistens, weil es ein Boeing 737-800 ist. Von Smartwings finde ich ganz witzig und man hat da einen Vertrag über 3 Sommersaisons geschlossen, also auch im nächsten Jahr, wahrscheinlich auch die Saison danach, wenn sich nichts Großartiges ändert, wird dieses Produkt wohl so fliegen, also ist das auch eine Sache, da seid mal gespannt, ob da nicht vielleicht in den nächsten Wochen vielleicht trotzdem schon mal was kommt. Weiter von Malaga wäre übrigens auch ein interessantes Ziel hier in Spanien für mich gewesen. Leider nicht. Ich war tatsächlich leider noch heute noch nicht auf dem spanischen Festland. Weiter ab Malaga wäre es gegangen mit einer spanischen Airline wieder mit Welling in der A320, dann nach Amsterdam. Ist auch, glaube ich, hat auch schon mal der eine oder andere gefragt, ob ich mal mit Welling fliegen könnte. Das heißt, ich muss ich fairerweise sagen, eine Airline, die mich persönlich nicht so interessiert. Heute hier am Flughafen habe ich natürlich wieder die eine oder andere Welling-Maschine gesehen. Aber wenn es sich einrichtet,
So wie hier seht ihr, dass das definitiv nicht ganz im unter ferner Liefen ist. Und es durchaus denkbar ist, mal mit Whirling zu fliegen, wenn jetzt auch nicht keine, wenn das keine Geschichte ist, wo ich jetzt wirklich heiß hinterher bin. Also wo ich jetzt dringend irgendeinen Trip suche, wo Whirling drin vorkommt. Was anderes ist da der nächste Flug, nämlich von Amsterdam wäre ich weitergeflogen nach Palma de Mallorca. Das wäre nämlich eine längere Reise gewesen. Und zwar mit der Corendon Dutch in der 737 MAX 9. Corendon Dutch habe ich ja auch schon mal angesprochen, bin mit Corendon Europe geflogen nach Gran Canaria. Und ich bin mit Corendon auch Europe, aber mit einer türkischen Maschine von Münster sogar zweimal mit der gleichen geflogen. Vielleicht habt ihr die Videos gesehen, immer recht viele von euch gesehen. Und die Corendon Dutch hat ja so ein bisschen ein anderes Auftreten alleine schon. Also sie haben ein bisschen eine andere Lackierung, die Flugzeuge. Und das fand ich super spannend. Zurück von Palma wäre ich geflogen mit Ryanair. Da muss ich jetzt sagen, ich habe letztes Jahr so ein kleines Witzvideo zu Ryanair gemacht, auch mich ein bisschen lustig über Ryanair gemacht. Kam bei anderen nicht so gut an, so habe ich es zumindest interpretiert. Und hätte da jetzt gerne nochmal ein, Anführungszeichen seriösen Review gemacht. Ja, das sind so die Reisen, die leider nicht stattgefunden haben. Wo ich aber auch, wie gesagt, sage, wenn ich mal so überfliege, ist auf jeden Fall was dabei, was vielleicht nicht von der Route, aber im Endeffekt in ähnlicher Art demnächst kommt. Ich schaue schon, dass ich sicher sagen kann, weil ich schon gemacht habe, diese Reise, und weiß, dass es in den nächsten Wochen veröffentlicht wird. Und das andere, wie gesagt, das Thema Langstrecke, ist auch ein großer Traum von mir, ein großes Ziel. Und das ist auch schon gebucht. Und wenn ich nicht krank werde, was ich natürlich nicht hoffe, werde ich die Reise antreten und euch davon berichten. Ja, so viel davon. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Hoffe jetzt nicht, dass ich so viel lesen muss wie dumm und so weiter. Das weiß ich selber, dass es nicht die beste Lösung war am Ende. Und sehr, 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 sehr ärgerlich. Das könnt ihr mir glauben. Aber ich bin umso glücklicher, dass ich endlich wieder da bin. Jetzt endlich den ersten Flight Report geliefert habe. Und endlich wieder neue Videos kommen. Ihr seht auch, dass viel passiert. Ich versuche das Ganze jetzt auch ein bisschen einfach sein professioneller anzugehen. Ich habe jetzt hier, wenn ich mir das auch alles merken kann, auch so einen Moderationskarten habe ich mir zugelegt. Und ist vor allem dann demnächst fürs Schiff eben auch, wo dann doch Details sind. Vielleicht auch Terrain, wo ich mich auf ein Terrain begebe, wo ich noch nicht ganz so tief drin bin, wie jetzt zum Beispiel, was das Thema Flugzeuge angeht. Und von daher finde ich das eine ganz coole Sache. Auch hinten mit meinem Logo drauf bin ich ein bisschen stolz. Und werdet ihr also in dem einen oder anderen Video demnächst mal bei mir sehen. Gibt es sonst noch irgendwas ansonsten? Genau, war das eigentlich schon gewesen? Das wäre gewesen, wenn. Ist jetzt wahrscheinlich länger gegangen, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel voll getextet. Und deswegen soll es das von mir gewesen sein. Ich gehe jetzt noch eine schöne Zeit hier auf der schönen Baleareninsel Menorca. Ich bin jetzt gerade, wie gesagt, in Mahon unterwegs. Und da wisst ihr schon mal, was zumindest für ein Ziel euch auch dann demnächst erwartet, was Flight Reports angeht. Und dann bedanke ich mich bei euch wieder mal, dass ihr überhaupt wieder dabei seid. Das freut mich unfassbar. Und dass ihr auch heute mir jetzt so ein Video euch angeguckt habt, euch mir zugehört habt. Wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr die ganzen Geschichten auch in Zukunft nicht. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei den ganzen Trips im Video wiedersehen. Und beziehungsweise sehen kann ich euch leider nicht, aber ihr mich. Und das freut mich immer, freut mich auch immer sehr über euer Feedback. Und vielen, vielen Dank dafür, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und bleibt gesund, werdet sonst ganz schnell wieder gesund. Und dann sehen wir uns jetzt demnächst mindestens jede Woche Freitag. Vielen, vielen Dank. Macht's gut, euer Yannick. Ciao.